Bis vor ein paar Monaten hat man versucht, die 7.000-8.000 Flüchtlinge, die Grenze Belarus waren, mit allen Mitteln, allen Kraft gar nicht hier in die EU reinlassen. Und jetzt hat man Hunderttausende Flüchtlinge, die hier in die EU reinkommen und nach Schutz suchen. Das Ganze ist mit sehr viel Leid, Trennung der Familien verbunden. Das Ganze ist mit sehr viel Weinen, Hass, Trauer verbunden. Das ist für die Geflüchteten nicht einfach. Die mussten auf einmal in irgendwelchen Hallen schlafen mit anderen Frauen und Männern, die sie niemals kannten. Das ist nicht einfach für die Leute, dass sie von heute auf morgen alles da lassen, was sie gehabt haben, und flüchten. Ich kann Appell geben an den Krawattenträger, die für uns Menschen entscheiden möchten oder meinen, dass sie entscheiden können. Geht selber mal diese Routen durch, tagelang. Und ich verspreche euch, dass ihr alles dafür tut, dass es keine Kriege gibt. Wenn es Kriege gibt, dass ihr alles dafür tut, dass es Frieden gibt. Und nicht, dass die Kriege noch mehr mit noch mehr Waffen gehetzt werden. Denn bekanntlicherweise heißt noch mehr Waffen, noch mehr Leid, noch mehr Töte, noch mehr getötete Menschen, noch mehr Geflüchteten. Ich kann einen Appell geben an den 5 bis 10 Krawattenträger, die hier eventuell den Dritten Weltkrieg herbeirufen und sie das gar nicht wissen oder auch wissen und das mit Absicht machen. Geht einen Tag mal in ein Kriegsgebiet, versucht mal eine Stunde auszuhalten. Wenn ihr Männer seid, wenn ihr stark seid, wenn ihr Kriege wollt, ich verspreche mit euch, dass ihr das nicht aushält. Ihr wollt sofort abhauen, ihr werdet sofort dafür sorgen, dass es Frieden gibt. Ihr könnt nicht über Millionen von Menschen entscheiden, dass sie den Krieg lieben sollen. Ihr könnt nicht dafür sorgen, dass Millionen von Menschen geflüchtet werden. Ein wahrer Politiker sollte für Frieden sorgen und nicht dafür sorgen, dass Sachen noch komplizierter werden, dass die Kriegsparteien gar nicht mehr raus können, dass sie nur noch bis Ende kämpfen müssen. Komplizierter wird es, wenn man noch mehr Waffen liefert, wenn man noch mehr Waffen liefert, wenn man noch mehr Waffen liefert. Man kann nicht herbeirufen, dass eventuell ein dritter Weltkrieg kommt. Ein dritter Weltkrieg kann viel schneller kommen, als man es sich vorstellen kann. Ein dritter Weltkrieg kann viel schneller kommen, als man sich das vorstellen kann, Leute. Schaut euch das mal an. Es ist 1000 Kilometer hier entfernt. Der Krieg, auf einmal sind alle wach geworden. Und dieser Krieg findet seit Jahren schon in Libyen, Syrien, Irak, Afghanistan, Gaza und woanders statt. Da sind Millionen von Menschen geflüchtet und Hunderttausende gestorben. Das hat niemanden interessiert. Und jetzt, wo der Krieg vor der Tür ist, interessiert das vielen. Ist aber auch selbstverständlich, dass, wenn eine Sache zu nahe kommt, dass man erst wach wird. Aber nochmal, mit den Waffenlieferungen wird das alles nicht besser, das wird alles schlechter. Und der dritte Weltkrieg steht vor die Tür, Leute. Wir haben Verantwortung für unsere Kinder. Wir möchten hier in Deutschland keinen Krieg haben. Und die 5 bis 10 Krawattenträger, die hier rumlaufen, die können nicht für uns entscheiden, ob der Krieg hierher kommt. Mit eurer Handeln wird der Krieg auch herkommen. Der wird schneller hierher kommen, als wir uns vorstellen können. Dann haben wir den dritten Weltkrieg. Wenn ihr nicht wisst, was Krieg bedeutet, fragt mal allen Geflüchteten, die gerade geflüchtet sind. Fragt mal allen ältere deutsche Leute von dem Zweiten Weltkrieg, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Fragt die mal, was Krieg bedeutet. Das ist nur Leid, Hunger, Tod. Alles wird teurer. Schauen wir uns mal die Benzinpreise und diese Preise an. Innerhalb 14 Tage um 70 Cent gestiegen. Wer soll das bezahlen?
Die 5 bis 10 Krawattenträger, die sitzen in ihre fetten Autos. Es wird alles bezahlt, die haben keine Sorgen. Aber die normalen Leute, die müssen das bezahlen. Wo soll das hinführen? Was für Zukunft möchten wir unsere Kinder hinterlassen? Was ist das? Was für eine Welt haben wir uns aufgebaut? Was soll aus dieser Welt werden? Kinder hören nur noch Krieg, Kämpfen, Tod. Seit Jahren, seitdem es Menschheit gibt. Was sollen die von uns lernen? Was ist das? Das wollen wir nicht. Vielleicht wollt ihr das. Dann tut euch in einen Käfig zusammen und macht miteinander, was ihr wollt. Lasst uns aber in Ruhe. Wir wollen euer Krieg nicht. Wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden hier in Deutschland haben. Wir wollen hier Frieden auf Europa haben. Wir wollen Frieden auf der Welt haben. Wie schafft man Frieden? Als allererste Stelle muss man aufhören, die Waffen, die dafür gebaut werden, zu produzieren. Jetzt kann man sagen, die Waffenindustrie kommt Geld rein. Wenn wir nicht verkaufen, verkaufen andere. Dann lass andere verkaufen. Dann lass uns Vorbild sein. Dann lass uns aufhören, diese Waffen zu produzieren. Ich sage noch zum Schluss, für die 5 bis 10 Krawattenträger, die für uns entscheiden möchten, wie wir leben sollen. Wenn ihr wahre Männer seid, wenn ihr Mut habt, dann geht mal in Kriegsgebiet. Ich verspreche euch, eine Stunde hält ihr aus. Dann werdet ihr die Hose machen und werdet abhauen. Also hört auf, euch zu verstecken in irgendwelchen tollen Bunker, hört auf, euch zu verstecken in irgendwelchen tollen Paläste oder ähnliches und von da aus für uns Menschen zu entscheiden. Noch zum Schluss, macht eine Umfrage in Deutschland, wer hier Krieg möchte. Das möchte keiner. Also hört auf, Waffen zu produzieren, hört auf, noch mehr Waffen in den Kriegsgebieten zu schicken. Damit wird es nicht besser. Das kann euch sogar ein kleines Kind sagen. Damit wird es schlimmer. Und ihr wisst, dass das schlimmer wird und ihr macht das trotzdem. Ihr habt Verantwortung, ihr Politiker habt Verantwortung für die Menschen. Nehmt die Verantwortung wahr. Und wenn ich als einen Verantwortlichen sehe, dass ich mit meinem Handeln den Dritten Weltkrieg herbeiführe, dann muss ich auf meinen Sitz verzichten, dann muss ich zurücktreten, gegebenenfalls muss ich kapitulieren, um Menschenleben zu schützen. Das heißt, wenn ich sehe, dass ein Krieg, dass ich den nicht gewinnen kann, dann muss ich kapitulieren, um Menschenleben zu schützen. Und wir reden von Millionen von Menschen, wir reden nicht von 10 oder 20 Menschenleben, wobei ein Menschenleben wert ist. Also versuch nicht mit den Krallen an dem Bürotisch festzuhalten, in dem ihr sitzt. Aufgeben ist manchmal besser, als weiter zu kämpfen, wo ich auch weiß, hunderttausende Menschen werden dabei sterben, hunderttausende Menschen werden in die Flucht gehen. Wenn es um euer eigener Kampf geht, 1 gegen 1 oder 10 gegen 10, kämpft miteinander und tötet euch, wenn ihr wollt. Aber zieht uns nicht in diese Sache rein.